Nicht mal eine Zwischensequenz? Hätte ich jetzt mehr erwartet. Ja, die Autobatterie kann ich mitnehmen. Dafür kriege ich Artefaktpunkte. Du hast die Arche noch nicht gesehen. Wir können jederzeit zurück, wenn ich da auf H drücke, zur Arche. Das ist das da unten hier. Und da können wir so Sachen kaufen und so Shit. Und auch diese Artefakte. Also, und die Autobatterie ist für die Leute hier ein Artefakt. By the way, ist das nicht urschön gerade? Können wir die eintauschen für Boni. Das heißt, das sollte ich eigentlich machen. Du hast recht. Was sollte ich das jetzt machen? You know what? You're right. You're right. Gehen wir zur Ache. Ja. Wir gehen zur Ache und dann können wir zum Haus der Knochen. Zur Absturzstelle, wo wir hin müssen. Dann haben wir jetzt, dann bringen wir tatsächlich den Main Quest mal ein bisschen weiter hier. Gut, dass du mich an die Autobatterie erinnert hast. Nova Sect. So close to our borders. This is troubling. I should have known. Where the ghouls come, the Nova Sect follow, as they say. If you're a ghoul, you think the Nova Sect is a dedicated group of priests trying to cleanse the world of evil. This is not accurate. The Nova Sect is a psychotic death cult who are trying to destroy the Ark and everyone in it. Their leader, Plutonia, knows we cannot be swayed by her lies. We are not followers, and she hates those who do not follow. The zone is like a warm radiation bath that turns brains into rice pudding. But by hook or by crook, the Nova Sect prosper in the zone. The radiation has actually blessed or cursed their minds with special gifts. They can get inside your head, put horrible things inside. Make sure they don't get inside your heads, Stalkers. Okay, das war wieder Opis Geschichtsstunde, ja? Farewell. Yes, yes, ich denke an die Unterweisung. Ich weiß, dass du nichts von der Arche gesagt hast, Checker. Aber du hast mich daran erinnert. War das in Prips Bar? Ich glaube, in Prips Bar können wir es eintauschen. Ja, genau. Wir haben nämlich zwei Artefaktpunkte. Erhöhte den Okay. Verbessert Medikit zum 3 Trefferpunkte. Der Punkt ist aber, wenn wir sie außerhalb des Campus verwenden, können wir sowieso alles heilen. Ich glaube, Granatschaden um 4 erhöhen ist einfach insanely good. Da machen Granaten 8 Schaden. Daran habe ich mich nämlich erinnert, dass ich das eigentlich machen wollte. Ich dachte, wir haben jetzt genug Artefaktpunkte. Which is correct. Wir können auch kurz mal in Iridias Laden nachschauen, obwohl sie ein Schwein ist und wir sie nicht mögen. Smoke grenades. Toss a few of these at somebody and they won't see a thing in that smoke cloud. And forget trying to aim anything in there. It's useless. Wieso fährt er da hinten eigentlich immer die ganze Zeit Fahrrad? Ist das für den Strom? Oder hat er sich nur fürs Neue was vorgenommen? Das ist schwer zu sagen. Later, Gator. Later, Gator, ich hasse dich. Die Zone. Wir gehen zurück. Ich wollte eigentlich nur das kurz machen. Yep. Expedition starten und reisen zum Haus der Knochen. Ah, shit. Ich habe vergessen, Cut reinzumachen in meiner Aufnahme. Egal, ich mache das nachher. Jetzt ist auch schon egal, nachdem ich für 2 Stunden jetzt schon aufgenommen habe. Wir machen übrigens bis 16:30 heute, habe ich gerade beschlossen. Dann sollte sich eigentlich alles gut ausgehen. Mit Arbeiten und so. I didn't catch what you were saying back there, Selma. Where was Hammond going? The House of Bones. We're almost there. And why, pray tell, do they call it the House of Bones? It's a big house full of dead people. Oh, fantastic. Borman, don't lie to me. You do not want to be doing this right now. What I want and what I need are 2 different things. We need to find Hammond, so shut up and get your head in the game. Nein, ich muss sagen, ich verstehe Dax. Ich finde, er hat durchaus ein paar gute Argumente.
Wie zum Beispiel, ich will aber nicht sterben. Das durchaus hat Hand und Fuß. Noch. Ich verlaufe mich gerade im Wald, by the way. Okay, wir gehen in die Richtung, wo wir hin müssen, angeblich laut Kompass. Kungelf. What's here? Seltener Schrott. Kann man jetzt darüber debattieren, ob Schrott wirklich selten ist. Was ist? Notiz. Protokoll der Roten Pest. Rote Pestwarnung betreten verboten. Eindringlinge werden erschossen. Sollten bei Ihnen folgende Symptome auftreten, melden Sie sich umgehend im Quarantänebereich von Trottingtan, damit Sie erschossen werden. Ah, shit, das sollte man lieber nicht sagen. Rote Hautpusteln, erhöhte Körpertemperatur, Nervenzucken, Paranoia, blutige Augen. Melden Sie sich umgehend im Quarantäne. Und man hat Paranoia? Bin mir nicht sicher, wie viele sich dann tatsächlich gemeldet haben. Sind Sie nicht reisefähig, bleiben Sie zu Hause und fahren Sie unter der Rufnummer 555-008-922 Hilfe an. Okay. Da ist noch was. Perfekte Waffe. Okay, wir könnten aber wie gesagt nur eine Waffe von 1 auf 2 bringen momentan. Ah, aber die stille Waffe, Gummibaum. Hast du nicht gesagt, du bist jedes Mal... Meine Gedanken drehen sich dermaßen im Kreis. Egal. Wir schauen mal. Wenn wir den Kampf nicht schaffen, dann schauen wir zurück zur Ache. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit zwischen der Ache und hier rumspringen. Die Story muss ja auch weitergehen. So cold up in these parts, I can't feel my beak. Yeah, I've never been this far north before. I feel cold to the bone. Stand jetzt nicht gerade gewaltsam öffnen? Das hat sich nicht sehr gewaltsam angefühlt, muss ich sagen. Das war eh ganz sanft. Okay, what is this? Okay, da oben ist hier drin. This is it. The House of Bones. See this symbol on the signs? Means danger. Ich sehe einen Gegner. Ich sehe noch einen Gegner. Stufe 20. It was a fortress full of tiny flesh-eating monsters called Stu-Dem. They came here every day to learn how to become bigger monsters. Now you hear the story. I don't hear the story. I see the story. I went inside and I saw all these drawings of monsters and flying machines and gross stuff. Scary stuff. Oh, fuck! Leute! Oh, I do not like this. Einmal verstecken. Zweimal verstecken. Dreimal verstecken. Puh! Okay, aber wenn wir schon dabei sind, können wir jetzt eigentlich gleich diesen netten Sektenschlechter hier. Ins Reich der Träume ist falsch gesagt. Weil ich weiß nicht, ob man träumt, wenn man tot ist. Es reicht der Nicht-Existent. Verfrachten. Yep, please. Not too shabby. Vielleicht kurz die Taschenlampe wieder ausmachen. Können wir alle nicht Taschenlampen anmachen, wenn wir uns nicht verstecken? Der Level-Up bringt mir aber, glaube ich, nicht viel für die Mutationspunkte. Gerade aus, ich mache irgendwas hier. Du kannst mehr Granaten. Ah, du kannst weiter Granaten weiter werfen. Ich glaube, wir warten. Ein Punkt. Haben wir das nächstes? Alpinist. 50% kritische Beschüsse nur in erhöhter Position ist schon ziemlich amazing. Vor allem, weil er halt die Mottenflügel hat. Das mussten wir uns quasi holen.
ist das hier? Doppelte beschissen aus Versteck. Interesting. Okay, wir haben einen, der mal. Aber der andere, da kommt gleich noch einer, oder? Ich habe zumindest seinen roten Sichtbereich gesehen. Ja, da kommt er. Wie nah zu mir kommst du eigentlich? Gute Frage. Versteck du dich mal hier. Ich hätte es jetzt schon machen können. Aber dann habe ich nur 75% Chancen. Ich mag keine 75%. Wobei, ich könnte mich auch einfach bewegen. Ich hätte es schon machen können. Ich gebe es jetzt zu. Manchmal bin ich ein kleines Schisshase. It's the truth! Okay. Auch noch da ein. Wir machen ein schönes Spalier für ihn. There we go. Vielleicht kann man dabei eigentlich mal das kurz anschauen, gell? Will ich mal speichern? Immer eine gute Idee. Ich meine, es speichert eh ziemlich oft Auto, aber trotzdem. Geh komm, dass du jetzt da stehen bleibst, ist einfach nur noch Provokation. Nicht von denen da oben, oder? I don't know. That had to hurt. Ich meine, wir haben dann fast sichere Quits mit wenn wir ihm den Hut geben, dem Dachs, und diese Verbesserung, dass er von oben eine 50% Trefferchance hat. Crit-Chance, oder nicht? Sleep it off. Sweet. You wasted him. Waffenteil ist sehr nett. Wir können uns mal weiter hier um. Ja, wir können uns auch wieder sammeln. Hey, oh, da ist wieder einer. Diese Sektenschlechte, die kennen wir jetzt mittlerweile schon. Whose mind holds the secrets we need! The smart stalker will show us where the sacred numbers are kept! Wieso müssen Sie immer so deppert schreien, Mara? Leute, krieg dich mal wieder ein! Tonight we will sacrifice his companion's life! The Ark has spilled our blood! So, ich kann gar nicht anders. Tonight we spill their blood! A stalker who hunts my children. Now he is the hunted. He is the sacrifice. Nein, ich ihn nicht. Ich wollte ihn ausreden lassen. Bin ja nicht unhöflich. Bring nur die Ghule um. Wobei, ich weiß nicht, ob diese Ghule nicht einfach normale Leute sind und wir die Bösen sind. Bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ich meine, kann eine Ente böse sein? Das ist natürlich wiederum eine gute Frage. Ich hätte gedacht, die Antwort darauf ist nein. Aber wer weiß, es kommt mir alles etwas komisch vor. Ich meine, er heißt Sektenschlechter, aber heißt er wirklich Sektenschlechter oder nennen wir ihn nur Sektenschlechter? Wisst ihr, was ich meine? Es macht einen großen Unterschied, ob das ein Eigenname ist, den er sich selber gegeben hat, oder seine Eltern ihm,
Oder ob wir nur gemein zu ihm sind und ihn so nennen, weil wir ihn mobben. I don't know. Was ich allerdings weiß, ist, dass jetzt tot bist, wie das echt ein schlechter. Können wir uns sammeln? Regroup. Sektenjäger, du hast jetzt wieder 16. Das finde ich super. Bruder Skog. Immer diese Brüder. Diese verdammten Brüder. Sonst noch mal da? Ja, da hinten. Aber warte mal, du bist Sektenpyro. Medbot, Leute. Aber ich kann ihn ja außer Gefecht setzen. Wir können den mega lang außer Gefecht setzen, den Medbot. Weil. Yes. Weil wir erstens den K.O.-Schlag haben und zweitens. Ach fuck, ich komme hier nicht wieder raus. Ich komme hier allerdings rauf, wenn ich möchte. Und zweitens. Warte mal, da ist ihn das. Okay, Moment. Und zweitens den Sauerlauf, den ich aber dann vielleicht nicht benutzen will. Okay, jetzt muss ich das wieder. Wir dürfen jetzt nicht anfangen, diese Marodeure halt zu killen. Bevor wir nicht mal die Spezialfähigkeiten verwendet haben für den Medbot, damit wir damit die Spezialfähigkeiten wieder aufladen. Ja, same with you. Wobei, das sind zwei. Steht der einfach hier rum oder macht der nur mal was? Bitte nicht. Warte. Leute, Schweinchen, pass ein bisschen auf hier. Die bewegen sich leider nicht. Das heißt, es sind zwei auf einmal. Wie soll ich denn das machen? Das hört doch der Bruder sicher, wenn wir die da oben fertig machen. Vorbeischleichen wird hier wohl auch nichts. Also von der Seite zumindest. Den Marodeur sollte man noch leben lassen. Praktisch über den Medbot. Das müsste ich mir jetzt ausrechnen. Wie viel Schaden an dem Medbot machen. Und müsste mal sehen, wie viel Leben er eigentlich hat. So, wait a second. Ruf mal da runter. Er hat 16 Leben und 2 Rüstung. Wir machen 3, 2 Schaden. Das sind 8. Ja, das geht sich genau aus. Nein, wenn ich das eine Mal nicht angreife. Fuck. Wir machen einmal 5 Schaden. Und dann 8. Das sind dann nur 13 Schaden. Das reicht nicht. Außer wir küten irgendwann drin. 14 Schaden wird aber auch nicht reichen, wenn ich die eine. Wobei, vielleicht ruft er auch nicht gleich wieder Verstärkung. Wenn ich die eine Waffe verbessere. Wer ist da unten? Sieht das von da oben her? Ich meine, seht ihr mich jetzt oder nicht? Wenn ich da reinlaufe. Let's try. Ich nehme mal an, ihr seht mich, oder? Nein. Okay, ihr seht mich nicht. Direkt das Elektro, oder? Schon. Bisschen viel Blut hier überall drin, finde ich. Nur für meinen Geschmack. Bisschen, Defibrillator. Defibrillator. Dieses Gerät mit der Aufschrift Defibrillator scheint der Entspannung gedient zu haben, da auf dem Diagramm ein offenbar schlafender Altvorderer abgebildet ist, der mit dem Gerät behandelt wird. Vermutlich wurden dabei gleichzeitig diese offenbar lästigen Frips entfernt. Absolut. You got it. Chronist, whatever. Gewöhnlicher Schrott. Nice. Nochmal ein defektes Elektrogerät. Ich meine, Schrott kriegen wir ohne Ende. In der Schule. Es leuchtet so, als würde gleich was Schlimmes passieren, aber es passiert nichts Schlimmes. Können wir doch die Fenster nicht raus? Weil die Gegner konnten durch die Fenster durch, das weiß ich. Oh, da ist er. Okay, da ist ein echt. Genau, aber den will ich ja noch nicht killen. Können wir von hier jetzt kurz zur Ache noch die eine Waffe besser machen? Dann haben wir mehr Chance mit Quits und so. Ich glaube, wir machen das kurz. Damit wir den Medbot killen. Und dann hatten wir den Sauerlauf immer noch. Versuchen wir die da oben vielleicht zu killen. I think that makes sense.
Ich sollte von hier doch jetzt eigentlich einfach in die Arche können, wenn ich mag. Yes. Easy. Kein Problem whatsoever. Spawnen die dann wieder? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nope. Ziemlich sicher nicht. Wir machen jetzt noch die Nagelpistole besser vom... Here there's a new breed of ghoul out there. They call it the tank ghoul. Basically a brick wall with feet. Or wait, was it breaking through brick walls? Ah, I forgot. This is just stuff I'm hearing from people that come in. Haven't been outside much since my dad died. Don't know your dad died? Tut mir leid. Ja, nicht dein Vater, Katze. Mit dir hat niemand geredet. Genau. Das will ich noch machen. Mhm. Machen die Mimir-Nadelpistole besser. Boys. Bye. Servus. Dann schauen wir nochmal in Iridias Laden. Oh, wir können den Prips Bar. Wir haben wieder Zeug bekommen. Ich glaube nur einen Punkt. If you want zone gear, I've got it. Oh, warte mal, wir können ja auch die Waffen wieder... Warte, ich hab Waffenmods. Moment, Moment, wir müssen nochmal kurz in Deltas Bastelgrube. Hey, Moment, Moment, Moment. Feldwechsler. Zielfernrohre. Plus 10 kritische Trefferchance. Und jetzt bin ich dope. Aber stellt euch vor, ich gebe das der Armbrust und ihm noch das... Dann crit mir... Moment. Nope, nope. Mm-mm. Hey, kann ich es wieder runternehmen? Please! Stop it. Dankeschön. Armbrust! Das bringt dir was gerade? Nee, 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 nee. Ja, aber die Armbrust ist ja schon schlecht im kritischen Schaden. Wir müssen das eigentlich eh alles wechseln, in Wahrheit. Wir wechseln jetzt mehr. Es reicht mir. Es reicht mir. Es macht alles keinen Sinn mehr. Zurück zur Arche. Ja, warte mal kurz. Warte mal kurz. Inventar. So. Du. Chill mal ganz kurz. Ja. Chill mal ganz kurz. Du kriegst hier was auch immer für eine Pistole. Wir können dir zwei anbieten. Sie sind genau gleich. Ja, ja. Und dann... Warte mal, was? Ich könnte dir zwei solche Waffen geben. Oh, warte mal, ich könnte das so und so machen. Ich meine, so und... Streukanone. Kenne das und die Stopp. Okay, interesting. Was ich dir auf jeden Fall geben wollte, ist das hier eigentlich. Und dann das hier. Weil da haben wir eine bessere Crit-Chance. Und du könntest dir auch Crit. Wieso hast du jetzt schon plus 15? Weil ich diese Mutation ausgewählt habe. Warte mal. Moment. Habe ich die noch gar nicht? Ich habe die noch gar nicht. Was habe ich mir da eingebildet? Wo war... Oder war das bei dir? Nee. Nein, dann gab es nur den Helm. Dann ist es eigentlich wieder egal. Aber ich glaube, jetzt haben wir es schon so gemacht. Moment, Moment. Dann hätten wir hier jetzt 10 momentan. Quit. Wenn ich dir... noch den hier gebe, hättest du jetzt aus dem Versteck 30% Crit und jetzt können wir auf die Maffe noch montieren, das Dingy, dann haben wir nochmal mehr Crit aus dem Versteck. Und wir haben einen 7er Crit. Was ein guter Crit ist. Hättest du technisch gesehen einen höheren Crit hier? Ja, das ist ein 8er Crit, aber die Crit-Chance ist schlecht. Das ist aber nur 5% schlecht, das ist auch wieder wahr. Jetzt überlege ich mir gerade wieder, ob wir das doch anders machen sollen. Kann ich ihm eigentlich beides? Das ist auch noch eine gute Frage. Es sieht ja danach aus, als könnte ich dir auch einfach die Armbrust und das Gewehr geben. Ich dachte irgendwie, dass man da unten eine Pistole drin haben muss. Aber dem ist scheinbar gar nicht so. Also machen wir es vielleicht so und hauen trotzdem da drauf die höhere Crit-Chance. Einfach weil der Crit selber höher ist. Das sind 5%, das ist nicht so ein großer Unterschied. Just stand there. Shut you up. Need a fix? Don't talk to me. Jetzt hätten wir das drauf. Oh, das ist der zusätzliche kritische Schaden.
Moment mal. Why am I... Nein, nein, nein. Nochmal alles anders. So. Das ist 5, 6, wenn wir dir alles wegnehmen. Okay. Was ist mit der fucking Pistole hier? Wir nehmen dir alles weg. Du hast 5, 6. Exactly the same thing. Du hast eine 10er Reichweite. Du hast eine 10er Reichweite. Du bist einfach besser. Du bist in allem besser. Du hast die gleiche Reichweite, mehr Munition, mehr Crit, gleicher. Okay. In dem Fall kriegst du jetzt dieses Zielfernrohr drauf. Und... zwei zusätzliche Crit-Schaden. Gegner zurückzuwerfen. Ja, und den mehr zusätzlichen Crit-Schaden. Genau. Armbrust. 30% oder 20%. Was hat das... Genau, du kriegst die 20%, du kriegst von mir das hier. I don't really care. Was ich aber noch sehen möchte, ist du. Du kriegst das für nochmal 30%. Das ist eine mega Reichweite mittlerweile. Okay, ich glaube, so passt's. Und jetzt vom Ausrüsten her. Kriegt jetzt doch... Servus. Kriegt jetzt doch... der Dax... die Pistole und sie... das hier. Also wir haben jetzt 40% Crit-Chance, wenn wir versteckt sind. Und wenn wir das jetzt, wenn ich das richtig verstehe, wenn wir die Mutation hätten, doppelte kritische Trefferchance, hätten wir jetzt 80%. Aus dem Versteck heraus. Which isn't too bad. Anyways. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, um... zu versuchen. Ja, du hast leider auch noch. Okay, egal. Eigentlich muss ich's. Noch ein Versuch. Sorry. Wir müssen jetzt für die, gerade jetzt müssen wir es nochmal umdrehen. Weil er ja der ist, der. I'm sorry. Weil Dax derjenige ist, der den Medbot deaktiviert. Das heißt, er kommt einmal weniger zum Schießen, so wie ich das verstehe. Das heißt, um die größte Chance für die vielen Quits zu haben, muss sie die Pistole bekommen und sie ebenfalls hier den Helm bekommen. Yes. Okay. We got this now. We got this. This is fine. Jetzt aber, Haus der Knochen. Und wir gehen den Medbot jetzt als erstes killen versuchen. Nachdem ich mich jetzt lang genug selbst verwirrt habe. Irgendwann muss man auch wieder damit aufhören. Alright. Auf geht's zur Schule. Schaut er nicht so ein bisschen aus wie ein Schulkind, die Ente hier, die so freudig in die Schule läuft? Lalala. Oh, ich liebe die Ente. Und das Schweinchen auch. Das sind zwei Kumpels auf dem Schulweg. Müssen sie noch ein bisschen pfeifen. Amazing. Und der war jetzt links hinten, hä? Vielleicht langsam nochmal die Taschen nach Hause machen. Wobei ich sehe es eh immer rechtzeitig. Bisher zumindest. Oh, servus Morde. Genau, dich wollte ich jetzt eigentlich noch nicht killen. Nur zwecks Aufladen. Ich hätte auch die anderen noch nicht killen sollen, eigentlich. Das muss ich mir merken. Wo man manchmal chillen muss wegen der... mit dem Aufladen der Spezialfähigkeiten. Du bist der Medbot, oder? Du schaust mir Medbot hier aus. Ja. Yeah. Okay, also um dich müssen wir uns als erstes kümmern hier. Du stehst weit genug weg. Yes. Okay. Perfekte Deckung versteckt sich.
Ist nicht wirklich wichtig, wo wir hier sind. Wir wollen ihn ja eh killen, bevor er drankommt. Wir müssen mit ihr jetzt anfangen, mit Selma, damit sie die höchste Crit-Chance bekommt. Die sollte ziemlich fucking hoch sein. Hätte ich auch gerne 100%, wenn es ginge, bitte. Okay, das müssen wir jetzt anfangen. Freu dich zur Schule bewaffnet bis an die Zähne. Oh, das ist mir noch gar nicht eingefallen. Whoopsie. Was ist 75? Können wir nicht näher dran? Bisschen mehr Reichweite. Ich meine, es ist mir eigentlich egal. Kann ich nicht laufen bis... Ah, noch hier. Immer noch. Wo werden die 100? Da werden die 100. Da sieht er mich aber wahrscheinlich, oder? Da bin ich nicht alarmiert, neue Einheit. Fuck. Das, da kriege ich dann meine Crit-Chance nicht, gell? Wie ein 55er Crit für 5... Yes, I guess. Bam! Nice. Nice. Ich glaube, jetzt haben wir es eigentlich schon fast geschafft. So blöd das klingt. Jetzt müssen wir nur nah genug ran. Mit dir. Auf 100, bitte. 75. 75. Ja, da auch 100. Guck mal da. Habe ich die Waffe jetzt vergessen abzugraden? Nein, oder? Moment. Aktivieren. Shit. Frage ist, kann ich da überhaupt näher hin, ohne dass ich die alarmiere? Sehe ich wenig alarmiere eigentlich? Nein, ich sehe nur das, ich bin alarmiere. Neue Einheit? 100. 100. 100. Habe ich von ihr 100? Also mit dir. Habe ich mal die Armbrust. 100. Okay, nice. Das ist, ich muss gar nichts aus. Was muss ich eigentlich machen? Warte, kann ich das gar nicht machen? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich dachte, ich habe so ein Dings deaktivieren, Dingsbums. Habe ich mir das jetzt nicht genommen? EMP schon. That's bad. Okay, schauen wir mal, ob der Modbot irgendwen hat. Yeah, I did that. What do you think about that, huh? I see you. Okay, no. Not what I wanted. Gott, bin ich verwirrt. Ich hab's nicht ins Loadout gegeben. Deswegen habe ich das andere. Ich hab's nicht ins Loadout gegeben. Ich hab's eh. Ich hab's nur vergessen, ins Loadout gegeben. Hey. Mr. Dax. Nope. Yes. Okay. Genau, ja. Ich musste sie vorher aufrüsten. Jack hat mich auch gerade aufgeklärt. Schade, jetzt haben wir den Crit verkeckt. Selber schuld, kann man nur sagen. Aktivieren. 2. Nicht mit dir. Come on. Noch einmal den Crit. Ich glaube, der RNGesus wird nicht neu geladen, habe ich langsam das Gefühl. Was eh gut ist, so wie ich safe scamme, wäre es nämlich schlimm, wenn der RNGesus neu geladen werden würde, glaube ich. Aktivieren bitte. Dann kann man wenigstens das nicht verändern. Das ist eine gute Frage. Das werden wir gleich sehen, ob ich das jetzt nochmal verkeckt habe, weil wir nicht nah genug sind. Aber wir werden es gleich sehen. Aktivieren. Daxi. Mit, na, mit dir. 75% Chance. Okay, das ist, ich würde gerne nach vorne, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob das, wenn ich noch weiter nach vorne gehe. Ups. Ist dann noch mehr auf dem Paarhof. Wer? Du hast mich gesehen? Ich glaube, er hat mich gesehen. Okay, wir machen das nochmal von woanders. Ich hätte auch die 75% Chance einfach verwenden können, aber... Nöp. Wir dürfen nicht auf der Seite des Autos vorbeilaufen, glaube ich. Weil uns dort die anderen sind. Jetzt, und ich teste gerade die Annahme, dass der
Random Numbers Generator nicht verändert wird, wenn ich nachlade. Das ist mal wieder weg. Na, fuck it, stellen wir uns einfach da deppert hin, oder? Und fangen nochmal an. Aktivieren! Nope. Ich wollte nicht dahin laufen, please. Next try. Ja, er verändert sich nicht. Oder wir haben den größten Zufall aller Zeiten auf unserer Seite. So, du kannst jetzt mal nicht egal wohin gehen. Aber nicht mit dir. Und wo habe ich noch 100? Habe ich von da, wo ich stehe, 100? Ich habe 100. Habe ich mit der neuen? Dude! I hate my life! Okay. Es tut mir leid. Ich habe das Loadout nicht verändert. I'm killing myself. Gott, bin ich froh, dass ich der Random Number Generators nicht ändert. Okay. Wusa! Wir nehmen das hier rein. Yes. Wir stellen dich hier hin. Kennst du dich eigentlich? Warte mal ganz kurz. Egal. I don't even care. Wir stellen dich hier hin. Wir speichern. Bam. Ja, wir überschreiben. Okay. Wir wechseln zu dir. Hinterhalt. Aktivieren. Sag's, ich krieg das nicht fertig, bevor ich bei der Arbeit sein muss. Noch einmal. Schieße. Nein, nicht daneben klicken. Schießen sollst du. Bam. Dankeschön. Selma. Sehr freundlich von dir. Lieber, freundlicher, netter Motherfucking Dax. 9. Das sind 75% von hier. Nope. Dann gehen wir lieber noch ein Schrittchen nach vorne. Wäre es auch normal? Warte, wir schießen auch 75? Nein, das ist... Ist es... Moment mal. Ist es so oder so? Egal wie nah ich bin. Oh, ich hasse mich selbst. Es ist immer 75%. Dass ich hätte auch von da hinten schießen können, das wäre aufs Gleiche rausgekommen. Okay, perfekt. Yeah. Das Ganze war völlig umsonst, dass ich nochmal neu angefangen habe. Egal. Gummibomb. Psst, sag den Leuten nicht, wie deppert du bist. Das macht man nicht. Okay, das war aber jetzt keiner von denen, glaube ich. Ziemlich sicher. Nochmal geschossen. Okay, sehr schön. Nochmal geschossen. Wonderful. Du kannst nicht nochmal schießen, aber du kannst nochmal schießen. And we got this. Nein, dass sie das nicht sehen, ist, freut mich sehr. Ist so. Okay. Puh. Das war die schwerste Geburt meines Lebens, glaube ich. Nichts wirklich Gescheites hier machen. Ja. Bringt das Granaten weit schmeißen irgendwas? I don't know. Nö, ich glaube, wir lassen es so. Neuen Spielstand erstellen. Scheinbar verkaufen wir Ceridia auch neue Sachen. Which is good to know. Ich glaube, ich stelle mich irgendwann ein bisschen gescheiter an. Und ich hoffe, ich schaue es beim nächsten Mal vorbei, weil ich werde jetzt hier den Stream beenden, damit ich arbeiten gehen kann und auch irgendwie Geld verdienen. Wir werden das nächste Mal streamen. Morgen um 2 Uhr, also 14 Uhr, da wo wir heute auch angefangen haben. Und irgendwas wollte ich noch sagen, oder? Samstag werden wir nicht streamen. Morgen 14 Uhr. Samstag werden wir nicht streamen. Und ich glaube, das wäre alles, was ich sagen wollte. Sonst kann ich es ja morgen auch sagen. Ich hoffe, wenn ihr das Spaß gehabt habt beim Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und hoffentlich bis morgen. Servus.